Moin Moin, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Monsters mit mir, Matze Akaduran. Und ihr seht schon, unser Team hat sich geringfügig im Level her verändert. Gott ist Level 11, Ryu Level 19 und Chimera Level 18. Ich habe ja gesagt, ich trainiere die Chimera am Ende des letzten Parts. Habe ich dann auch offscreen gemacht und wir gehen einfach mal eben kurz durch, was sich verändert hat. Hier hat sich nicht viel getan. König Leo, Ryu hat Doppel gelernt. Und hier haben wir die Fähigkeiten von Chimera. Megaball, Gigaheil, Flammenatem, Eisatem, Explode, Alkoma, Gifter und Metakill. Bock von Kampfrex. Der ist schon ganz schön weit gestiegen. Power hat er jetzt. Und das ohne lange, dass wir jetzt quasseln, möchte ich gerne ins nächste Tor. Was haben wir denn hier? Hier ist der Freuden- und Geistraum. Rechts das Geisttor und links das Freudentor. Geist oder Freude, Geist oder Freude, Freude. Ja, einfach mal rein. Einfach mal gucken, was uns hier erwartet. Gottdrak ist natürlich der, unser, ja, was heißt unser Sorgenkind, aber der hängt ein bisschen hinterher. 13 Tore haben wir hier. Auch was den Schaden angeht, ist Gottdrak nicht wirklich der Stärkste. Aber ich hoffe das Beste, indem wir hier jetzt einfach schön durchmarschieren und uns mal umschauen, was es denn hier für Monster gibt. Ein Freudentor. Bin gespannt. Und wenn hier alles gut läuft, dann würde ich nämlich auch gerne das Kolosseum den nächsten Rang machen und die nächsten Tore aufschalten. Aber noch Weißapfel gibt's hier. Ah, wir könnten uns theoretisch noch einen Kontrakt machen, wa? Erstmal wird jetzt hier ein bisschen gezaubert. Boah, Explode. Und ein schöner Eisatem von unserem Ryu. Tja, da können die beiden Äpfel auch nichts gegen machen. 289, naja. 63 Gold. Das ist alles ganz nett, aber noch nicht wirklich prall. Oh, was haben wir denn da? Ich glaub's ja nicht. Und auch gleich schon ein Händler. Auch da kann ich auch gleich dazu sagen, ihr seht, wir haben ganz schön viel Knete. Beim Suchen hier in der Gegend habe ich einige Sachen gefunden. Auch einen Master besiegt. Von dem ich weiß gar nicht, was ich von dem hier habe. Das ist ein Leblatt? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls, wir haben einige Master. Ein Master konnte ich besiegen. Bei den schnellen Durchrennen durch das Tor von Mime. Und hat auch ein bisschen ein paar Gegenstände. Den Blitzstab hat er mir gegeben, genau. Und den Blitzstab haben wir dann verkauft. Habe ich natürlich alles offscreen gemacht, weil das hatte onscreen gar keinen Sinn, weil ich muss euch ja nicht für 5 Sekunden dazuschalten, wenn ich etwas verkaufe und dann wieder wegschalten. Das ist ja auch Quatsch. Und hier haben wir den ganzen Giftboden wieder. Mal gucken, was hoppelt hier jetzt rum. Ausleihen, Weißapfel und Minnow. Cool. Das sehen wir gar nicht lange. Das sprengen wir alle in die Luft. Jawohl, jetzt wird so eingefriesen. Man sieht hier laufen relativ viele. Ja. Ah, wie kann man sowas nennen? Pflanzenfresser? Sowas in der Art? Solche Viecher rum? Also hier läuft noch keiner wirklich rum, der drachenmäßig so gefährlich aussieht. So, und durch die schön hohe MP-Anzahl kann Chimera auch wirklich toll immer schön Explode einsetzen. Und Ryu spuckt Eisatem. Oh, Chimera Level 19. Relativ leichte Kämpfe hier. Ich bin auch schon überlegen, was ich als nächstes mit Chimera mache. Oh, wir müssen nach oben. Dann tun wir das mal. Haben wir hier die Technik. Die Technik schwebt. Doch, du hast Schweben, ne? Genau. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich mal die Karte nutzen. Och Gott, oh Gott. Man kann das Teleportlöchlein noch gar nicht sehen. Da oben. Oben rechts war es. Oben rechts in der hintersten Ecke ist es versteckt und wir müssen es holen. Totenpicker. Ein
neues Monster. Kopf und Beine fast, also der Rest ist unwichtig. Kommt so ein Chimera. Vernichte diese drei Monster. Kreaturen. Gottak hat auch nichts gemacht hier, oder? Oh, Fleisch. Schinken. Naja. Ganz schön gut versteckt hier. Der hat man jetzt auch gesehen. Dieses Tor ist wirklich auch schon ein bisschen größer gewesen. Falsche Taste. Oh, Sackgasse. Ich könnte natürlich jetzt wieder Karte einsetzen, aber ich laufe lieber mal so ein bisschen durch die Gegend. Meins. Minno und ein Mega-Auge. Auch ganz interessant, das Mega-Auge braucht man, um Big Eye zu erfahren. Man muss ein Beast-Monster als Stamm haben und Mega-Auge dazu packen, dann erhält man Big Eye. Aber Big Eye interessiert uns nicht wirklich, den kann man später auch von einem Master kriegen, wenn man den unbedingt haben will. Jetzt momentan ist Big Eye nichts für unser Team. Es ist ganz gut aufgestellt, meines Erachtens nach. Gottdrag vielleicht noch ein bisschen, aber sonst... ganz nice. Müsste allerdings, wahrscheinlich werde ich gleich nochmal ein bisschen paaren, wenn ihm sich die Möglichkeit bietet. Und... oh, straight nach unten. Mal ganz kurz eben. Chimera war männlich, okay. Müssen wir uns einmal merken. Denn das Bossmonster hier interessiert mich, welches Geschlecht das hat. Also wieder ein Boss, der automatisch mitkommt. Na, du bist ja wohl ein Mimik, ne? Ich wollte gerade sagen, du stehst da so komisch positioniert. Und das wird wahrscheinlich eine stärkere Mimik sein. Ob das funktioniert. Oh oh. Oh oh. Alltot. Boah, Chimera ist tot. Wie gemein. Chimera ist gestorben. Oh, Blizzard. Tja, so schnell geht das. Das ist der Alltot. Toll. Super. Aber wir haben ein Lebblatt. Chimera wurde wiederbelebt. Jetzt haben wir die nächsten Etagen. Da haben wir Eis. Wir achten mal auf die HP-Anzahl. Zack, 10 runter. Das ist auch schon enorm. Aber gut, wir haben Beschweben. Können wir dieser Falle ja entgehen. Toll. Chimera drauf für Minno und Mumie. Das war der Erstschlag. Was soll das denn? Los, greift an. Gottrag, Gottrag, Gottrag. Mit dir müssen wir echt noch was anderes machen. Den müssen wir echt um ein paar höhere Pluslevel bringen. Schweben, wenn ich bitten darf. Und wir gehen da lang. Da, da, da. Hallo. Meine Güte. Wo haben wir's denn? Da unten. Bubble und Minno. Die können wir so angreifen. Sollte kein Problem darstellen. Ich brauche einen. So, toll. Bis auf Bubble, der kann ja vergiften. Toll gemerkt. Ja, und leider das Gift hält natürlich. Ich glaube, ich habe keinen, der Antidote kann, oder? Habe ich vergessen lassen, meine ich, das letzte Mal.
Jo. Hahaha, toll. Haha, super, egal. Ja, das zieht Gottrak alle paar Schritte immer einen ab. Das ist nicht so schön. Und Gift geht auch so nicht weg. Heißt also, mit der Vergiftung müssen wir hier jetzt durch. Dann machen wir uns also uns aber auch leichter. Mein Gott, wie weit ist das denn noch weg? Was haben wir da? Ein Seekraut. Ganz toll. Das Seekraut ermöglicht genau das gleiche wie die Fähigkeit Karte, nur als Item. Ermöglicht uns, die Umgebungskarte zu sehen. Oder deckt diese zumindest auf. Bubble und Minnow. Oh nein. Nein. Ja, ihr wollt mich doch verarschen hier. Was soll das denn? Na, dann setzen wir aber Blizzard ein. Also so sollen sie mir nicht davon kommen. Du Blizzard. Boah, und das macht gewaltigen Damage. Die Stufe 3 dieser Atemattacke. Und Gigaflamme Blizzard. Und da ist die Beschwörung. Uiuiuiui. Guck mal. Gigaflamme. Oder Gigaflame. Verbrennt den Gegner mit einer Flamme. Blizzard erzeugt Schneesturm und Taz ruft Taz herbei. Eine Beschwörungsattacke. Sehr, sehr gut. Wird auch uns auch helfen. In einigen Kämpfen. Ah ja, okay, immerhin ein Verkäufer. Damit lässt sich ja noch handeln und ein bisschen Geld machen. Nur das Seekraut verkaufen wir auch. Den Heiltrank können wir verkaufen. Was wir jetzt machen, ist einmal den Giga heilen. Tschüss, Händler. Man hat auch gesehen, hier wirkt die Vergiftung nicht. Und wir sind in der letzten Ebene. Und hören komische Musik. Ich gehe jetzt mal ganz fix rein, weil ich habe keine Lust, dass das Gift hier noch mehr Damage macht. Und wow, wir sind auf der Bühne. Ah, schnell weg. Da kommen wir nicht hin. Da unten, da stehen ganz viele Leute. Aber die bewegen sich nicht. Die sehen auch irgendwie versteinert aus. Was ist das denn jetzt hier? Hallo? Na? Wie gefallen dir meine Tanzschritte? Okay. Lust mit mir zu tanzen? Wow. Boss Time. Tanzvogel. Gut, der Tanzvogel sieht lächerlich aus. Man sollte ihn aber nicht unterschätzen. Ich versuche mal Taz. Chimera wendet sich an das Erdelement. Und Taz erscheint und kämpft mit. Jetzt haben wir vier Monster. Das vierte, diesen Taz, können wir leider nicht kontrollieren. Der agiert von selbst. Macht aber nichts. Ah, wir verlieren dick HP. Allweich. Blizzard. Gifter. Taz behütet Gott. Das ist auch eine ganz nette Fähigkeit. Er deckt den jetzt. Wenn Gott Schaden nehmen würde, kriegt diesen Schaden. Und Taz ab. Ja, ja, vergiftet. Kein Problem. Sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Also wir machen guten Damage. Tanzvogel ist jetzt auch vergiftet, sehr gut. Und natürlich Blizzard macht den Rest hier. 87 Schaden. Wir senken die Verteidigung. Boah, um 70. Der Konfu-Tanz. Das ist eine gefährliche, gemeine Attacke. Wir machen nochmal Illusion. Probieren es zumindest. Und Doppel. 1, 2. Ah, die Chimera müssen wir jetzt aufpassen. Taz greift auch alleine an, der hat schon ordentlichen Damage. Ein Wumms dahinter. Tanzvogel kriegt auch Schaden, ist gut.
Salbeich. Ich mach nochmal Doppel. Ah, schade. Angepflegt ist Doppel. Schön zweimal angreifen aufeinander. Stärker verwirrt. Na, nicht so toll. Boah, aber Tanzvogel frisst auch richtig Schaden. Und wir haben ja noch unseren Heiltropf, den setze ich jetzt mal ein. Verspült Heiltropfen. Und wir sehen schon, der Heiltropfen heilt uns völlig. 121. Und das ist eine nette Fähigkeit, der Heiltanz. Und deswegen bin ich ja so... Oh, mega heil, dankeschön. Deswegen bin ich auch so gespannt, was Tanzvogel fängt. Ich meine, ich weiß, was für Tanzvogel... Nochmal. Ich meine, ich weiß, was Tanzvogel für ein Geschlecht hat. Der hat immer das Gleiche. Meine ich. Das würde super zu Chimera passen, denn dann würde ich die beiden nämlich paaren wollen. Um den Heiltanz zu bekommen. Da ist er! Und er müsste weiblich sein. Nein! Diesmal ist er männlich, das gibt's nicht! Ach, wie fies. Stepp, ja, komm, leck mich doch. Jetzt bin ich sauer. Guck mal, Stepp ist Level 30. Eine Vogelfamilie, Konfutanz, Heiltanz und Lebentanz. Also super Fähigkeiten. Wird zum Hof geschickt, brauchen wir nicht. Du bist gut.